Oh, die Brille muss ich nachziehen. Fußballexperten unter sich. Mit drin auch der Rudi Zahner. Ab sofort gibt es in seinem Leben ein weiteres Kapitel. Der Motivationscoach ist unter die Schriftsteller gegangen. Alle Leute haben sicher ein Fußballbuch erwartet. Aber in dem Sinne hat es vielleicht ein, zwei Kapitel, wo es um Fußball geht. Sondern es geht ums Leben, es geht um einen Mensch als Gesamtes. Und es hat für jeden Mann etwas drin. Es hat für Frauen, es hat für Männer, es hat für Beziehungen. Ein Thema im Buch sind auch die Schweizer Nazispieler. Mit vielen vom aktuellen Team hat der Aarauer nämlich in den letzten Jahren Motivationstraining gemacht. Ja, wir haben Bretter durchgeschlagen, wir haben geboxt, wir haben, sind über Kohlen gelaufen. Also, ja, da hat es einige Sachen gegeben. Motivationstraining, das fasziniert den ehemaligen FC Aarau-Trainer schon seit Jahren. Und etwa gleich lang schon kennt er Rudi Zahner auch Trainerlegende Gilbert Gress. Auch wenn die beiden, was solche Trainingsformen angeht, es heute nicht immer auf der gleichen Bühne haben. Wenn eine Mannschaft keine Probleme hat und es ist so ein Psychiater da, wie jeder Monat sein Geld holt, dann muss auch Probleme da sein. Und wenn dann keine da sind, du das selber kreieren die Probleme. Also ich sage, mental von der Mannschaft, wenn sie was braucht, bin ich da dafür. Frechheit siegt. Der Buchtitel hat Fußball und Musikprominenz am Samstag auf Aarau gelockt. Wie heisse ich wirklich, ist die Lebensgeschichte von Rudi Zahner über den Tisch. Das zweite grosse Thema an diesem Abend war aber die Schweizer Nazi. Ja, da kann man mal ganz sicher die Gruppen überstehen. Und dann, wenn man gesehen hat, dass man gegen die Ukraine dazu mal eben auf die Art und Weise ausgeschieden ist, kann man in einem Heimspiel da vor einem eigenen Publikum, wenn man wieder in so einer Situation wäre, so einen Gegner erschlagen. Also da ist durchaus möglich, dass man ein Viertelfinale oder vielleicht sogar drüber kann erreichen, wenn alles zusammenpasst. Ja, vielleicht mit dem Rudi Zahner noch. Wenn sie den noch hätten als Motivationscoach, würden sie wahrscheinlich Europameister werden, gell? Tja, wahrscheinlich mit der Schweizer Nazi unterwegs sein, wird der neue Hemingway aus dem Aargau, wie ihm der Rolf Ringer sagt, nicht. Aber? Was für mich jetzt vor allem schön ist, dass ich, so wie es aussieht, jetzt die Möglichkeit habe, den Spieler jetzt kurz vor der Euro das Buch auch noch zu geben, weil sie ja dort auch in dem Sinn vorkommen. Und auch der Köbi Kuhn kommt in dem Buch vor. Und in dem Sinn hoffe ich, dass das ein bisschen ein Doping ist für den Start von der EM. Genau. Für alle anderen gibt es das ganz legale Doping von der Schweizer Nazi ab sofort in allen Buchhandlungen.